Männer sind ja wohl das primitivste, dümmste und mieseste, was rumläuft. Frau Mengelberg, Sie haben da ein Problem angesprochen. Mögen Sie das noch etwas näher ausführen? Näher ausführen? In unserem Großraumbüro arbeiten 2 Damen und 11 Herren. Jedes Mal, wenn ich von der Kundenregistratur in die Einkaufsabteilung gehe, muss ich durch die Buchhaltung. Und da berührt mich Herr Wegner von hinten. Na, das ist doch wohl das Primitivste und wir haben Sie schon verstanden, Frau Mengelberg. Ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll. Frau Mengelberg, wir wollen den Vorfall, den Sie eben beschrieben haben. Dann kriegt man als Frau noch eine dumme Antwort. Am besten, man sagt gar nichts. Also, Frau Mengelberg, wenn ich Sie richtig verstanden habe, fällt es Ihnen schwer, nach der beschriebenen Ungezogenheit, Herrn Wegner gegenüber das auszudrücken, was Sie empfinden. In meinen Augen ist das der mieseste und primitivste. Ich schlage vor, wir spielen den Vorfall jetzt hier bei uns in der Gruppe und Sie sagen einmal ganz angstfrei, was Sie Herrn Wegner gegenüber immer gern losgeworden wären. Herr Dr. Giesebrecht, möchten Sie die Rolle von diesem Herrn Wegner übernehmen? Sie haben also gerade Frau Mengelberg von hinten berührt. Was? So, Frau Mengelberg, was möchten Sie Herrn Wegner sagen? Also, dass Sie das nicht noch mal machen. Ich habe Frau Mengelberg noch nie berührt. Herr Dr. Giesebrecht, Sie sind jetzt Herr Wegner und haben Frau Mengelberg einen Klaps gegeben. Ach so. Na ja, die will das ja nicht anders. Herr Dr. Giesebrecht, Sie sind ja wohl das primitivste, Herr mieseste Wegner, und dümmste, Frau was Mengelberg, hier so Sie sprechen rumsitzt. Jetzt mit Herrn Wegner, nicht mit Herrn Dr. Giesebrecht. Sie kriegen gleich eins hinten drauf, Frau Mengelberg. Herr Dr. Giesebrecht. Hinten drauf. Herr Dr. Giesebrecht. Frau Mengelberg. Hinten drauf kriegen Sie eins, Frau Mengelberg. Sie sind ja wohl das Dümmste, was hier so rumsitzt. Frau Mengelberg. Frau Giesebrecht ist ja wohl das Primitivste. Frau Mengelberg. Mieseste, was da hinten drauf. Herr Lohse. Ach, Frau Mielke. Gehen Sie heute nicht ins Büro? Ich, nein, nicht direkt. Meine Tätigkeit bezieht sich zurzeit mehr auf den häuslichen Bereich. Sie sind pensioniert? So kann man das, das könnte man auch so sagen, ja. Können Sie mir mal den Sack aufhalten? Ja, gern, aber ich muss dann auch gleich... Dankeschön. So, dann werde ich mal... Ich hätte auch noch eine Tasse Rinderbrühe. Die könnte ich Ihnen heiß machen. Frau Mielke... Es ginge ganz schnell. Vielleicht mal den nächsten Tag. Das bleibt dann aber unter uns. Meine Schwester ist in solchen Dingen immer etwas... Obwohl, das mit ihrem Mann war damals nur Gerede. Der ist auf ganz natürliche Weise ums Leben gekommen. Aber man muss ja nicht unbedingt. Nein, nein. Also dann. Ah, das ist ja... Herr Lohse wollte dich was fragen, aber ich habe ihm gesagt, dass du gerade nicht da wärst. Ich bin eben erst und muss auch gleich wieder... Was wollten Sie mich fragen, Herr Lohse? Ach, das hat ja Zeit. Ich muss mir mein Leben, die Mittel, meine Lebensmittel auch erst... Auf Wiedersehen. Brigitte, kommst du mal?